Savikalpa Samadhi. Samadhi mit Unterscheidung, Samadhi mit Dualität. Ja, Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zum Savikalpa-Eintrag im Yoga Vidya Sanskrit Lexikon. Savikalpa, also der heutige Eintrag, Savikalpa Samadhi. Ja, mein Name ist Sukadev Bretz, Gründer von Yoga Vidya. Und bei Yoga Vidya haben wir uns zum Anliegen gemacht, die Yoga-Weisheit so vielen Menschen wie möglich zu vermitteln. Yoga Vidya ist ein Netzwerk von Yoga-Lehrern, Yoga-Zentren, Yoga-Ashrams, Yoga-Seminarhäusern in Mitteleuropa. Und wir wollen Yoga weitergeben, sowohl persönlich durch Kurse, Seminare, Ausbildungen, durch die Möglichkeit, in einer spirituellen Ashram-Umgebung zu leben, zu lernen, kürzer oder länger und eben auch über Internetseiten. Ja, es gibt auch einen Yoga-Vidya-Verlag mit CDs, DVDs, Büchern und vielem mehr zum Thema Yoga. Und hier bist du also jetzt im Yoga-Vidya-Multimedia-Sanskrit-Lexikon. Und der heutige Eintrag, Savikalpa Samadhi, ist eigentlich ein Widerspruch in sich, denn Samadhi ist der Zustand der Verschmelzung. Savikalpa heißt mit Unterscheidung. Wenn du unterscheidest, bist du ja nicht im Zustand der Verschmelzung. Was es heißen soll, ist es so eine Art Zwischenzustand. Es gibt auf Nirvikalpa Samadhi der Zustand ohne jede Unterscheidung, der Zustand der vollkommenen Einheit, der Zustand der vollkommenen Verwirklichung. Savikalpa Samadhi heißt, du bist in einem tiefen meditativen Zustand, voller Wonne. Du bist jenseits letztlich vom Ich und Ego, aber es ist dennoch eine Erfahrung da. Und diese Erfahrung, die du dort machst in Savikalpa Samadhi, ist noch zu unterscheiden von dem höchsten Gemütszustand. Es gibt noch eine Erfahrung, die gemacht wird. Du verschmilzt zwar mit der Erfahrung, aber es ist noch eine Erfahrung da, mit der du verschmilzt. Und wenn du rauskommst, dann gibt es eine Erfahrung, die du gemacht hast. Währenddessen in Nirvikalpa Samadhi, dort gibt es keinen, der erfahren hat. Es gibt keine Erfahrung, auch nicht, wenn du rauskommst, sondern es war nur reines Sein, Wissen und Glückseligkeit. Savikalpa Samadhi, also Samadhi mit einer gewissen Dualität, Savikalpa Samadhi, ein Zustand der Einheit, Samadhi heißt ja auch der Zustand der Gleichheit, der Einheit mit einem gewissen Unterscheidung.